Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Easy und heute möchte ich mit euch über die Übung Kurzhantel Fliegende sprechen. Ich möchte euch zeigen, was ihr bei der Übung alles falsch machen könnt und wie ihr sie natürlich auch richtig ausführen könnt. Diese Übung ist eine sehr beliebte Übung für die Brust und viele werden sie vielleicht noch unter dem Namen Kurzhantel Fleiß kennen bzw. unter dem Namen Butterfly mit Kurzhanteln. Bei Kurzhanteln fliegen wird hauptsächlich der große Brustmuskel beansprucht, aber auch hier gibt es natürlich auch Hilfsmuskeln, die mithelfen, wenn man diese Übung ausführt. Und es sind eben die vorderen Deltamuskeln und die vordere Sägemuskulatur. Je nachdem, wie du deine Bank einstellst, kannst du deine Brustmuskulatur unterschiedlich stärken. Hast du deine Bank im positiven Winkel eingestellt, dann stärkst du hauptsächlich den oberen Teil der Brustmuskulatur. Bei einer Flachbank triffst du halt eher den mittleren Teil der Brustmuskulatur und bei einer Negativbank dann triffst du natürlich den unteren Teil der Brustmuskulatur. Hast du keine Bank zu Hause griffbereit, auf der du trainieren kannst, dann kannst du natürlich diese Übung auch super auf dem Boden ausführen. Allerdings gibt es hier halt eine Einschränkung, ein Negativbank drücken und Schrägbank drücken gehen halt hier nicht. Bevor du mit dieser Übung startest, suchst du erstmal eine freie Bank zu Hause. Weißt du, wo sie steht? Im Fitnessstudio musst du sie erstmal suchen. Dann schaust du nach rechts und links, hast du genug Platz, um diese Übung auszuführen, wenn das der Fall ist. Dann steht dir nichts mehr im Wege und du kannst mit der Ausführung starten. Also schnappst dir dann zwei Kurzhanteln mit einem vernünftigen Gewicht, legst auf deinen Knien ab, nimmst da, setz dich schön aufrecht hin und dann finde ich, es ist ganz gut, wenn du die Kurzhanteln auf deinen Knien ablegst und beim Umsetzen dann mit deinen Oberschenkeln mithilfst, wodurch die Kurzhanteln dich leicht nach hinten ziehen und du somit nicht unnötig Kraft verlierst beim Umsetzen, wenn du die Kurzhanteln mit deiner Brust positionieren willst. Also wir setzen um, positionieren das Gewicht parallel über unserer Brust. Unsere Arme sind nicht durchgestreckt, sondern leicht angewinkelt. Und unser Po ist angespannt, unser Bauch ist angespannt und unterer Rücken berührt das Polster nicht. Da könntest du theoretisch sogar eine Hand durchstrecken, wenn du möchtest. Und wenn du diese Position eingenommen hast, das ist deine Grundstellung, kannst du mit der Ausführung der Übung starten. Beim Einatmen senkst du die Kurzhanteln seitlich hinab und beim Ausatmen bewegst du die Kurzhanteln wieder nach oben, bis sie senkrecht über deine Brust stehen. Dabei dürfen sie sich nicht berühren, weil sonst stoßen sie sich ab. Und wenn sie sich abstoßen, dann musst du wieder Kraft aufbringen, um die wieder über deine Brust zu positionieren und da ist Verletzungsrisiko tatsächlich zu hoch. Die ganze Rotationsbewegung kommt nur aus deinen Schultern, nur deine Arme bewegen sich, der Rest des Körpers bleibt starr und bewegt sich nicht. Deine Arme sind fast durchgestreckt, nur die Ellbogen sind leicht angebeugt, damit, wie gesagt, die ganze Belastung nicht auf den Ellbogen wirkt. Bei der Bewegung nach unten achtet ihr darauf, dass eure Ellbogen nicht tiefer sind als das Polster, weil dann ist Verletzungsrisiko zu hoch in der Schulter und in der Brust selbst. Wie bei jeder anderen Übung auch, kann man hier natürlich auch einiges falsch machen, wodurch man sich verletzt oder den Muskel nicht mehr perfekt trifft. Die häufigsten zwei Sachen habe ich schon während des Videos gesagt. Zum einen war das, wenn du deinen Arm komplett durchstreckst, dadurch lastet halt zu viel Gewicht auf deinen Ellbogen und ja, Verletzungsrisiko steigt. Der zweite Punkt ist, dass du zu tief runtergehst und dann zu viel Last auf deinen Schultern lastet, was auch nicht gut ist auf Dauer. Und dann gibt es noch zwei Punkte, was passiert, wenn du zu viel Gewicht nimmst. Wenn du zu viel Gewicht nimmst, dann neigst du eher dazu, mit Schwung zu arbeiten, damit du schneller die Übung hinter dir hast. Wenn du mit Schwung arbeitest, entlastest du deinen Muskel. Wenn der Muskel nicht mehr richtig belastet wird, hat die ganze Übung wenig Sinn. Und dann noch ein Punkt, wenn du zu viel Gewicht nimmst, dann knickst du eher deinen Unterarm ein. Und dann machst du eher diese Ausführung hier. Funktioniert auch, klar, aber belastet halt den Muskel nicht mehr so effektiv, wie wenn der Arm komplett durchgestreckt ist. Also der Belastungswinkel ändert sich massiv. Kurzhantelfliegende geraten leider immer wieder in Kritik, weil sie nicht den Muskel perfekt unter jedem Winkel treffen. Also Beispiel, hier hat man ja fast keine Belastung, bewegt man die Kurzhantel zur Seite, dann hat man hier maximale Belastung in der Brust. Vergleich mal diese Übung mit Seilzug, dann hat man hier maximale Belastung und hier wiederum weniger Belastung. Und jetzt könnte man anfangen zu spinnen und sagen, okay, ich versuche meine Kurzhantelfliegenden mit Widerstandsbändern zu kombinieren. Also ich befestige irgendwo das Widerstandsband, nehme die Kurzhantel und dann mache ich diese Übung mit Widerstandsbändern.
Dann habe ich maximale Belastung hier durch das Widerstandsband, weil es gespannt ist. Und dann habe ich hier maximale Belastung durch mein Kurzhanteln. Ich persönlich bin tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan von Kurzhantelfliegen. Ich mache diese Übung wahrscheinlich schon seit 10 Jahren regelmäßig im Fitnessstudio. Natürlich ist es nicht meine Hauptübung, sondern wenn ich mit dem Brusttraining abgeschossen habe, ist es meine letzte Übung, um den Muskel quasi zu finishen. Und dann mache ich immer so 12 bis 15 Wiederholungen mit moderatem Gewicht, wie gesagt, und schaue zu, dass die Ausführung dabei passt und der Muskel dann schön leidet und wächst. So Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann ab in die Kommentare damit. Und an der Stelle wollte ich euch noch darüber informieren, dass ich ab Mitte Dezember bis Mitte Januar 4 bis 5 Wochen in Asien unterwegs bin, in Thailand und in Malaysia. Und ich werde natürlich diesmal wieder meine Kamera dabei haben und fleißig vloggen. Und an der Stelle würde mich natürlich auch interessieren, wer hat Bock auf solche Vlogs? Also unabhängig davon, ob ihr Bock habt oder nicht, werde ich das vloggen, weil für mich das mir ein Tagebuch ist und ich immer wieder die Videos anschaue und mich darüber freue, was ich erlebt habe. Aber trotzdem, wenn ihr Bock auf solche Vlogs habt, schreibt Hashtag Urlaubvlog. Ja, Hashtag Urlaubvlog. Und an der Stelle bleibt mir tatsächlich auch nichts anderes übrig, als das Video zu beenden. Wenn es euch gefallen und geholfen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben, wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt. Darauf wartet ihr noch. Holt das doch bitte nach. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, alles Gute. Bleibt gesund und fit. Ciao, ciao.